Herzlich willkommen zu deiner Mantra-Yoga-Stunde am Montagmorgen. Ich bin Peter, das ist Matthias und Krishi. Shivani. Und wir begleiten euch durch die Stunde. Du beginnst deine Stunde in der Rückenlage. Ein Polster ist unter den Schultern und das andere unter dem Kopf. Ein Polster mittig unter den Schultern, sodass du dort gemütlich liegst und dann den Kopf ablegen. Das sorgt dafür, dass dein Brustkorb geöffnet ist, dein Herzraum weit ist. Dann bereite dich vor für deine Anfangsentspannung. Die Augen sind geschlossen, der Kiefer locker, die Arme so weit weg vom Körper, dass die Achseln frei liegen. Die Füße mattenbreit geöffnet, die Zehen fallen nach außen. Und dann komm an im Jetzt und Hier. Du atmest ein, die Bauchdecke hebt sich. Du atmest aus, die Bauchdecke senkt sich. Du atmest ein, nimmst positive Energie auf und atmest aus. Und lässt alles das von dir gehen, was du nun nicht mehr brauchst. So atmest du in tiefer, gleichmäßiger Bauchatmung. Niraya Tata.
mahi ho baba me mere icha Mit der nächsten Einatmung kommst du wieder an im Jetzt und Hier. Atmest noch einmal tief aus und mit der nächsten Einatmung stellst du die Beine auf und rollst vorsichtig von deinem Polster runter, entfernst es unter deinem Rücken und kommst dann auf deine eigene Art und Weise in den kreuzbeinigen Sitz. Daumen und Zeigefinger berühren sich, auf die Knie gelegt. Schließ die Augen. Atmest noch einmal tief durch und bereitest dich vor für einen Om-Klangteppich im Fluss deiner Atmung. Du atmest ein, tönst das Om. Und wenn du dann wieder einatmest, lauschst du den Klang der anderen, um dann wieder in den Klangteppich des Ohms einzustimmen. Oh.
Richte dich noch einmal ganz bewusst auf, vom Steißbein bis zum Scheitel. Mit der nächsten Einatmung gibst du deine Arme über die Seite nach oben. Die Einatmung ist beendet. Wenn die Finger sich über den Kopf berühren, ausatmend über Stirn, über Mund, übers Herz sinken die Hände zum Boden. Ein weiterer Zyklus beginnt. Einatmend über die Seite nach oben gegeben. Ausatmend über Stirn sinken die Hände zum Boden im Fluss deiner Atmung. Stülpst die Handflächen nach oben und lässt die Schultern Richtung Boden sinken. Atme in die Öffnung des Brustkorbs hinein. Versuch deine Arme noch ein bisschen weiter zu strecken und danach die Schultern noch etwas weiter Richtung Boden sinken zu lassen. Atme tief und gleichmäßig. Ausatmung. Dann lässt du die Finger spritzen, noch einmal Richtung Decke streben und die Schultern Richtung Boden sinken. Mit der nächsten Ausatmung geht der rechte Arm nach hinten, die linke Hand ans rechte Knie in die Drehung der Brustwirbelsäule. Einatmen, in den hinteren Arm in einer weiten Kreisbewegung nach oben geführt. Die vordere Hand kommt so dazu. Und die andere Seite, rechte Hand, linkes Knie und die linke Hand nach hinten in die Drehung der Brustwirbelsäule. Und einatmend, der hintere Arm in einer weiten Kreisbewegung nach oben geführt und ausatmend in die Drehung der anderen Seite. So praktizierst du den dynamischen Drehsitz
im Fluss deiner Atmung. Om Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshma. Om Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshma. Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Synchronisiere Atmung und Bewegung. Oben angekommen sind, streckst du dich nochmal ganz bewusst, schaust, dass dein Rücken ganz gerade ist, aufgerichtet vom Steißbein bis zum Scheitel, und dann gehst du in die statische Form. Der rechte Arm geht nach hinten, die linke Hand ans rechte Knie in den statischen Drehsitz. Achte auf deine Aufrichtung. Ganz zum Schluss den Kopf in die Drehung mitnehmen und tief und gleichmäßig in die Drehung der Brustwirbelsäule atmen. Die Augen geschlossen, die Aufmerksamkeit nach innen Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Atme tief und gleichmäßig, die Augen geschlossen. Jaya Kali Ma Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma. Noch einen tiefen Atemzug. Mit der Einatmung kommt der hintere Arm in einer weiten Kreisbewegung nach oben gedreht, die vordere Hand dazu. Achte noch einmal bewusst auf deine Aufrichtung, ganz gerade vom Steißbein bis zum Scheitel. Und ausatmend die rechte Hand ans linke Knie und der linke Arm in einer weiten Kreisbewegung in den Drehsitz. Den Brust.
Brustraum bis hoch in die Schlüsselbeine. Tief und gleichmäßig. Jaya Durga Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Lakshmi Ma. Jaya Durga Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Lakshmi Ma. Om Mata Jaya Durga Ma, Jaya Kali Ma, Jaya Lakshmi Ma. Noch einen tiefen Atemzug. Der hintere Arm in einer weiten Kreisbewegung nach oben. Du richtest dich noch einmal ganz bewusst auf und gibst dann deinen Körper über die gekreuzten Beine in die Vorwärtsbeuge. Die Stirn strebt Richtung Boden. Lass locker in den Schultern. Atme tief und gleichmäßig in deine Vorwärtsbeuge. Mit der nächsten Einatmung kommst du auf die Fingerspitzen, gibst deine Arme noch einmal nach oben und kommst dann auf deine Art und Weise über die Knie gerollt oder wie auch immer du möchtest in den Vierfüßlerstand. Die Hände unter den Schultern, die Knie genau unter den Hüften. Der Blick zwischen die Hände gerichtet. Mit der nächsten Einatmung spannst den Beckenboden an, schaust nach vorn und ausatmend in den runden Rücken, Kinn zur Brust, Blick zum Bauchnabel. Und einatmen mit angespanntem Beckenboden, Blick leicht nach vorn in den geraden Rücken. Und ausatmen wieder in den runden Rücken. Im Fluss deiner Atmung praktizierst du Katze Kuh. Come, come, whoever you are. Wanderer, worship, lover of living, come, come, whoever you are. This isn't a caravan of despair. It doesn't matter if you've broken your vow 1,000 times before, still angelic again. Come again, come. Jet again, come, come, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of living, come, come, whoever you are. This isn't a caravan of despair. It doesn't matter if you've broken your vow 1,000 times before, still jet again, come again, come, jet again, come, come again, come, come again, come, come again, come, come again, come. Noch
drei Sequenzen im Fluss deiner Atmung. Und dann kommst du in den Vierfüßlerstand, in die statische Form und gibst dann dein Gesäß auf deine Fersen in die Kindposition und spürst für einige Augenblicke nach. Come, whoever you are, wanderer, worshipper, lover of living, come. Come, whoever you are, this isn't a caravan of despair. It doesn't matter if you've broken your vow 1,000 times before and yet that again. Come again, come, yet again, come. Mit der nächsten Einatmung kommst du zurück in den Vierfüßerstand. Come again, come. Und mit der nächsten Ausatmung der rechte Fuß nach hinten raus, der Beckenboden fest angespannt, Blick zwischen deine Hände und mit der nächsten Einatmung kommt der linke Arm dazu, Daumen zeigt nach oben, kleiner Finger nach unten, der Fuß ist geflext, tiefe, gleichmäßige Atmung. Nur wenn du jetzt weitergehen willst, dann greift die Hand den Fußrücken. Du schiebst den Blick nach vorne hinaus, öffnest dein Herz, lächelst und atmest tief und gleichmäßig in die Öffnung deines Herzens. Vier tiefe Atemzüge. Satomasatgamaya Tamasumajor. Nimmst du den Arm wieder nach vorne, streckst dich noch einmal in beide Richtungen aus und setzt die Hand und das Knie wieder ab. Richtest dich noch mal gut aus. Spannst den Beckenboden an und mit der nächsten Einatmung den linken Fuß nach hinten raus, schön anflexen. Dann kommt der rechte Arm dazu. Schultern schön weit weg vom Ohr. Schau auf deine Hand, dass sie schöne Auflagefläche hat. Dann atme. Bring Spannung in die Mitte deines Körpers. Spann den Beckenbogen an. Der Bauchnabel zieht nach oben hin. Tief und gleichmäßig atmen. Vielleicht auch Ujjayi. Und wenn du weitergehen willst, dann greif die Hand den Fußrücken. Du öffnest den Brustkorb, schaust Richtung Raummitte, setzt nochmal dieses bezaubernde Lächeln in dein Gesicht und atmest tief und gleichmäßig in die Öffnung deines Herzens. Noch zwei tiefe Atemzüge und danach gleitet der Arm wieder nach vorne, der Fuß noch einmal nach hinten. Schön lang strecken und ausatmen, absetzen. Und dann gibst du wieder das Gesäß auf die Fersen und lässt diesmal die Arme vorne. Arme mattenbreit geöffnet, sodass die Schultern schön loslassen können.
Versucht dort nicht viel Streckung reinzubringen, sondern eher loslassen jetzt in den Schultern, in die Entspannung zu gehen. From the darkness to the light, lead me from falseness to the truth, guide me from the darkness to the light, deliver us from the to the nectar. Mit der nächsten Einatmung kommst du in den Vierfüßlerstand. Schaust jetzt nochmal genau, dass deine Hüften über den Knien sind und deine Hände genau unter den Schultern. Und dann fixierst du deine Hüfte über den Knien und wanderst mit deinem Oberkörper nach vorne, mindestens mattenbreit nach vorne wandern, bis der Brustkorb auf dem Boden liegt, ins Anahata Asana. Also die Hüfte genau über den Knien. Dann versuch mindestens mattenbreit die Arme zu öffnen, um noch mehr Platz im Brustraum zu finden, um die Brust Richtung Boden sinken zu lassen. Lass dein Herz Richtung Boden sinken und atme dich hinein in Anahata Asana. There is so much magnificence near the ocean, near the ocean. Waves are coming. Waves are coming in. There is so much magnificence. Und jeder Ausatmung lässt noch mehr los. In den Schultern, im Brustraum. Dein Herz sinkt Richtung Boden. Waves are coming in. Gib dich hin. So much magnificence near the ocean, near the ocean. Waves are coming, waves are coming. Hallelujah, hallelujah. Jetzt die Position noch etwas länger halten oder dann in die Kinnposition zurückgehen und dort weiter nachspüren. Nun gib die Hände nach hinten, wenn du in der Kinnposition bist. Lass ganz bewusst nochmal los in den Schultern. Locker, locker. Mm-hmm.
Waves are coming in, waves are coming in. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Einatmung, kommst du zurück in den Vierfüßlerstand, achtest auch hier nochmal auf deine Ausrichtung, die Hände genau unter den Schultern, die Knie unter den Hüften und dann stülpst du die Zehen um und drückst dich in den herabschauenden Hund. Kannst die Knie erstmal anwinkeln. Und versuchen in dieser Position die Fersen Richtung Boden zu bringen. Und wenn du dich dann gut eingerichtet hast im herabschauenden Hund, dann kannst du die Beine auch durchdrücken. Schau, dass die Hände gleichmäßig aufliegen, der Mittelfinger in Verlängerung deiner Hände ist. Dann atmest du tief und gleichmäßig in den herabschauenden Hund. Waves are coming in, waves are coming in. Hallelujah, hallelujah. Und vom herabschauenden Hund gehst du in die Planke. Hallelujah, hallelujah. Du kannst hier entweder die Knie absetzen Halleluja. Und so zum Boden gehen oder im Chaturanga zum Boden Halleluja. Gehen. Legst dann den Oberkörper ab Halleluja. Und kommst in die Kobra. Halleluja. Halleluja. Und ausatmend in den herabschauenden Hund. Halleluja. Halleluja. Eine Zwischenatmung in die Planke, ausatmen zum Boden, einatmen in die Kobra, ausatmen in den herabschauenden Hund, Zwischenatmung und in die Planke. Ausatmend, Knie, Brust und Stirn oder Chaturanga. In die Kobra einatmen. Near the ocean. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Im Fluss deiner Atmung. Praktizierst du. There is so, so much magnificence. Near the ocean,
the ocean. Waves are coming in, waves are coming in. There is so, so much magnificence. Oh, yeah, near the ocean. Near the ocean, waves are coming in, waves are coming in. Hallelujah. Noch drei Sequenzen im Fluss deiner Atmung. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dann findest du dich im herabschauenden Hund ein. Magnificence near the ocean. Versuchst hier noch einmal Raum zwischen deinen Schultern zu schaffen, die Fersen Richtung Boden sinken zu lassen. Waves are coming in. There is so. Dann gibst du die Knie zum Boden in den Vierfüßlerstand und gehst von hier zurück in die Kinnposition zum Nachspüren. Waves are coming in, waves are coming in. Lass ganz bewusst los, atme tief und gleichmäßig mit jeder Ausatmung. Lässt du bewusst los in den Schultern, spürst dahin, wo noch gerade Spannung ist und lässt genau an diesen Punkten los. Mit der nächsten Einatmung kommst du in den Vierfüßlerstand, gibst die Beine von hier nach hinten in die Planke. Setzt dann Knie, Brust und Stirn ab und kommst in die Kobra. Atme für einige Augenblicke in die Kobra hinein. Und wandere dann mit den Händen so weit nach vorne, dass die Unterarme auf dem Boden aufliegen. In die Sphinx. Schau ungefähr 30 cm vor dich auf dem Boden, dass du nicht zu sehr an den Nacken gehst, und atme dich jetzt in die Sphinx hinein. Schließe die Augen, gib die Aufmerksamkeit nach innen. Atme tief und gleichmäßig. Maravici, Govinda Damodara, Maravici, Govinda Damodara, Maravici, Govinda Damodara, Maravici, Govinda Damodara, Maravici, Govinda Damodara. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara, Maraviti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara, Maraviti.
d'amo dada madaveti Govinda d'amo dada madaveti Govinda d'amo dada madaveti. Wenn du die Position noch halten kannst, halte sie weiter. Ansonsten mach ein Kissen mit deinen Händen und leg die Stirn am Boden ab. Lass wieder bewusst in den Schultern los. Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. My heart flows like a river. Machen, den Kopf ablegen und nachspüren. Govinda Damodara, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara Madhaveti. Hey Krishna, hey Yadava, hey Saketi, Govinda Damodara. Mit der nächsten Einatmung streckst du die Arme nach vorne hin aus und hebst nun beide Arme vom Boden ab. Atme in die Streckung deines Körpers hinein. Zwei tiefe Atemzüge und lege die Arme wieder ab. Die Stirn einmal am Boden ablegen. Mit der nächsten Einatmung den rechten Fuß und das linke Bein, rechter Fuß, linke Arm heben. Atmen, atmen, atmen und lösen. Die andere Seite, linker Fuß, rechter Arm. Kopf nicht zu weit nach oben in den Nacken. Und atmen, atmen. Und lösen. Mal den Kopf am Boden ablegen, Schultern locker. Mit der nächsten Einatmung Arme und Beine vom Boden lösen. Spannung im ganzen Körper, atmen. Mit einem Seufzer lösen, nochmal ein Kissen machen, mit den Händen und den Kopf seitlich ablegen.
Maraveti, Govinda Damodara, Maraveti. Hey Krishna, hey Yadava. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Kopf und gibst die Hände nach hinten. Sie streben zu den Fersen. Die Füße ziehst du zum Gesäß heran. Füße zum Gesäß heran. Und dann hier streben jetzt die Hände Richtung Füße. Und wenn du magst und kannst, dann kannst du auch die Füße greifen. Und den Brustkorb nach vorne hin öffnen. Ein Lächeln in dein Gesicht setzen und tief und gleichmäßig atmen in die Öffnung deines Herzraums hinein. Den Kopf ganz gerade. Atmen, lächeln. My heart flows like a river. Kannst du jetzt noch eine Weile halten oder die Position lösen und in die Entspannung gehen. River of grace flows through me. May it always be. Jetzt löst auch du die Position auf, lässt die Beine nach hinten ausgleiten und spürst noch einmal in der Entspannungsbauchlage nach. Govinda Damodara Maraveti. Govinda Damodara Maraveti. Govinda Damodara Maraveti. Govinda Damodara Maraveti. Der nächsten Einatmung kommst du zurück in den Vierfüßlerstand. Gibst dann dein Gesäß auf deine Fersen. Kommst in den Fersensitz, richtest dich auf und gibst dann dein Gesäß nach rechts und kommst auf deine Art und Weise in die Rückenentspannungslage. Das Gesäß ist relativ weit vorne, also die Füße schön am Anfang der Matte, sodass du nach hinten für die weiteren Sequenzen genug Platz hast. Also Gesäß schön weit nach vorne rücken. Und dann schaust du, dass du deinen Polster jetzt bereit hast, das Sitzkissen. Für eine Option. Der nächsten Einatmung stellst du die Füße dicht am Gesäß auf. Versuchst mit deinen Händen die Fersen zu greifen. Damit kommen die Schultern automatisch noch mal ein Stückchen weiter weg von den Ohren. Und mit der nächsten Einatmung hebst du das Gesäß Richtung Decke. Zwischen deinen Knien passt genau eine Faust. Den Beckenboden entspannst du fest an. Wenn du magst, dann kannst du auch deine Arme unter die Hüften zur Unterstützung geben. Atme in die Schulterbrücke hinein. I am light, I am light. Atme in die Öffnung deines Herzens. I am light, I am light. I am light, I am light. Wenn du weit
weitergehen möchtest, dann kannst du jetzt den rechten Fuß vom Boden lösen, Richtung Decke streben lassen. My family did. Atmen. I'm not the voices in my head. Und ausatmen, absetzen. Of the brokenness inside. Eine Zwischenatmung, dann den linken Fuß nach oben Richtung Decke. Fuß ist geflext. Tief und gleichmäßig atmen. Und ausatmend absetzen. Lass du das Gesäß einmal Richtung Boden sinken. Spürst für einen Augenblick nach. Die Füße kannst du jetzt gern mattenbereit aufstellen und die Knie zusammenfallen lassen. Und nochmal in der Lendenwirbelsäule ganz bewusst loszulassen. That cause me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. Mit der nächsten Einatmung stellst du die Knie und die Füße wieder dicht am Gesäß auf. Und wenn du als nächstes nicht in den Schulterstand gehen möchtest, sondern in Karita Parani, dann hebe jetzt dein Gesäß an und leg das Polster unter dein Gesäß. Leg dann das Gesäß auf dem Polster ab und streck die Beine nach oben aus. I am not my age, I am not my race, my soul inside. Und für die, die an den Schulterstand gehen wollen, für diejenigen, die an den Schulterstand gehen wollen, die ziehen jetzt die Knie zur Stirn heran, richten sich noch einmal ganz bewusst auf, die Hände an der Lendenwirbelsäule, die Daumen geschlossen an der Hand. Dann richtest du dich auf in den Schulterstand und atmest tief und gleichmäßig in den Schulterstand, die Augen geschlossen. I'm the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Für diejenigen, die jetzt in Karita Parani sind, die können die Knie zur Stirn sinken lassen. Die Position weiter atmen und für diejenigen, die im Schulterstand sind, die können jetzt die Füße vorsichtig Richtung Boden sinken lassen, in den Flug. Nur wenn die Hände, die Füße sicher am Boden angekommen sind, dann kannst du auch die Hände lösen und verschränken. Ansonsten atme weiter in die Position hinein, in den Flug. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing. Diejenigen, die jetzt in Karita Parani sind, strecken die Beine wieder nach oben aus. Und diejenigen, die im Schulterstand sind, greifen jetzt wieder an die Lenden, richten sich noch einmal auf in den Schulterstand aus dem Flug. Let it be, let it be. Und dann lässt du die Knie let zur Stirn sinken. Let it be. Speaking Löst die Hände
gibst sie zum Boden und dann rollst du ganz vorsichtig aus der Position hinaus. Let it be, let it be, let it be. Stellst dann jetzt noch einmal die Füße dicht am Gesäß auf. Gibst dann die Füße zur matten Seite, um die Knie zusammenzufallen zu lassen. Und lässt ganz bewusst los in der Lendenwirbelsäule. They may be parted, there's a chance that they will see. There will be an answer for them, let it be. Mit der nächsten Einatmung stellst du die Füße wieder dicht am Gesäß auf. Hebst dein Gesäß noch einmal nach oben. There will be an answer. Gibst deine Arme jetzt ganz gestreckt unter den Körper, die Daumen übereinander gegeben, ganz lang und legst dann den Oberkörper auf deinen gestreckten Armen aus. Lässt die Beine nach vorne hin ausgleiten und mit der nächsten Einatmung ziehst du das Gesäß noch einmal Richtung Ellenbogen, damit kommen die Schultern automatisch noch ein Stückchen weiter weg von den Ohren. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Oberkörper vom Boden ab, schaust nochmal zu deinen Zehenspitzen und legst ausatmend den Scheitel des Kopfes am Boden ab in Matsyasana, den Fisch. Let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom. Atme in die Öffnung deines Herzens hinein. When the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I'll wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words. Drei tiefe Atemzüge. Let it be. Let it be. Dann atmest du noch einmal tief ein und ausatmen. Zunge raus, Augen auf. Let it be. Dreimal. Sorrow, let it be, let it be, let it be. Und dann gibst du Gewicht auf die Unterarme, hebst den Kopf vom Boden ab, schaust nochmal zu deinen Zehenspitzen und legst ausatmend den Oberkörper am Boden ab, löst die Arme unterm Körper aus und spürst intensiv Position nach in der Rückenentspannungslage. Mit der nächsten Einatmung ziehst du die Knie zur Stirn heran, greifst deine Füße von den Außenseiten und gehst in die Happy Baby Pose. Dabei sinkt die Lendenwirbelsäule tief Richtung Boden. Versuchst die Schultern Richtung Boden sinken zu lassen.
dann atmest du in die Öffnung der Hüften hinein. May the long time sun shine upon you. Spannungslage, spürst für einige Augenblicke nach. Einatmung, stützt du die Füße wieder dicht am Gesäß auf. Mit der nächsten Ausatmung kippen beide Knie nach rechts. Dann gibst du die Arme zur Seite und lässt den Kopf nach links sinken. Atmest noch einmal in die Drehung. Dann führst du den Kopf zur Mitte zurück und danach die Knie zur Mitte zurück. Eine Zwischenatmung. Dann fallen die Knie nach links. Wenn du magst, dann den Kopf nach rechts. Atme nochmal schön in die Drehung. Lass los. And the pure light within you. Guide your way on. Guide your way on. So Sa-ta-na.
Noch einen tiefen Atemzug. Dann führst du erst den Kopf zur Mitte zurück. Und dann kommen die Knie hinzu. Und dann kannst du dich bereit machen für Shavasana, deine Endentspannung. Wenn du magst, kannst du dich zudecken. Die Beine sind mattenbreit geöffnet. Und die Zehen fallen locker nach außen. Die Arme so weit weg vom Körper, dass die Achseln frei liegen. Die Handflächen zeigen nach oben. Dann nimm noch mal ganz bewusst die Schultern weg von den Ohren und gib Aufmerksamkeit in deinen Kiefer. Locker deinen Kiefer. Und dann beginne ich mit der Autosuggestion. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße fallen locker nach außen. Meine Füße sind nun vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Unterschenkel, meine Knie, meine Kniekehlen. Meine Oberschenkel. Ich lasse los. Meine Beine sind nun vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hüften, meine Lenden. Mit jeder Ausatmung sinkt meine Lendenwirbelsäule noch tiefer Richtung Boden. Ich lasse los. Meine Hüften, meine Lenden sind nun vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Torso. Mit jeder Ausatmung sinken meine inneren Organe noch tiefer Richtung Boden. Ich lasse los. Mein Torso ist nun vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände, meine Arme, meine Schultern. Mit jeder Ausatmung sinken die Schultern noch tiefer Richtung Boden. Ich lasse los. Meine Schultern sind nun vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Hals, mein Hals ist nun vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Kiefer, die Zahnreihen voneinander gelöst, die Zunge
liegt locker am Gaumen. Ich glätte meine Stirn von innen heraus und gebe mir selbst ein Lächeln. Mit jeder Ausatmung sinken meine Augen noch tiefer in die Augenhöhlen. Ich lasse los. Mein Gesicht, mein Kopf ist nun vollkommen entspannt. Mein ganzer Körper, vom Scheitel bis zur Sohle, jede einzelne Zelle meines Körpers ist nun vollkommen entspannt. Ich bin Sat Chit Ananda. Sein, Wissen, Glückseligkeit, Stille. Closer than breath, you are the air. Sweeter than life itself, you are here. I am a wanderer, you are my peace. I am a prisoner, you are released. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. I am a pilgrim, the road so long. I am a singer, you are the song.
open sky, so far above. I am a lover, you are the love. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. I follow your footsteps through the flame. All that I ever need is in your name. Carry your heart and mind fast as space. That I am today is by your grace, by your grace, by your grace, by your grace. I live by your grace. By your grace, I live by your grace, by your grace, always by your grace, by your grace, I live by your grace, by your grace. 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 I live by your grace. Closer than breath, you are the air. Sweeter than life itself, you are here. I am a wanderer, you are my peace. I am a prisoner, you are released. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. I am a pilgrim, the road so long. I am a singer, you are the song. Held in the open sky, so far above. I am a lover, the love.
your footsteps through the flame. All that I ever need is in your name. Carry your heart and mind fast as space. All that I am today is by your grace, by your grace, by your grace, by your grace, by your grace. I live by your grace, by your grace. I live by your komm nun wieder an im Jetzt und Hier, in deinen Körper. Bring Leben in deinen Körper. Bewege deine Hände, bewege deine Füße. Wenn du magst, regle und streck dich und gib dir selbst einen Seufzer. Wenn du magst, kommst du noch für einen Augenblick auf deiner Lieblingsseite zum Liegen. Dann findest du dich im kreuzbeinigen Sitz ein. Schließ die Augen. Führe die Hände vor deine Brust. Spüre in den Herzraum hinein. Vielleicht fragst du dich, was deine Yoga-Praxis heute mit dir gemacht hat. Und dann führe deine Hände vor die Stirn für klare, reine Gedanken. Die Hände vor den Mund für wahre, aufrichtige Worte. Und die Hände vors Herz für die Liebe. Und wenn du magst, verbeug dich vor dir selbst und allem, was dir im Leben wichtig ist. Und ich schicke einen Gruß an alle Meister, alle Meisterinnen aller Traditionen. Om Sarvasanta Ki Jai. Jai. Und dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst, mit einem Namaste. 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 Vielen Dank.